Schalten Sie die Anlage am Hauptschalter stromlos und tragen Sie eine FFP2-Maske, Arbeitshandschuhe und gegebenenfalls weitere Schutzkleidung. Legen Sie die neuen Filter bereit. Warten Sie 60 Sekunden, bis der Ventilator ausgelaufen ist. Öffnen Sie die Revisionstür und lösen Sie die Flügelmuttern am Spannhaken der Filter. Ziehen Sie die Filter nicht über Kopf heraus, da diese mit Schmutz beaufschlagt sind, und stellen diese beiseite. Setzen Sie die neuen Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und drücken Sie diese, sobald Sie einen Widerstand spüren, nochmals bis zum Anschlag nach hinten. Ziehen Sie nun die Flügelmuttern wieder handfest an und schließen Sie die Revisionstür. Welche Schutzausrüstung Sie für Ihr Material benötigen, finden Sie hier.